war die Idee dahinter. Weg und dann zock ich selber. Gut. Das war die Idee dahinter, deswegen habe ich mit 5 angefangen, weil ich so dachte, so zwischen 5 und 7 ist so da, wo die meisten Leute frühstücken und dann sich was angucken. So, jetzt die Frage, ob ich hier irgendwo ein Auto-Dingens finde. Ich bin am See. Ich glaube, ich sehe dich schon. Ich bin in der Stadt, mittendrin. Aber ich sehe keinen Autodrop. Doch, ich sehe einen Autodrop. Ha! Ich auch. Am Ende haben wir jetzt den gleichen. Im Blick. Jo, wir haben den gleichen im Blick. Außer du bist das nicht. Weinstufe 5er! Weinstufe 5er! Ist das echt? Ja! Warte, mich nicht hier raus. Nee, mach ich nicht. Da ist noch jemand, der einfach nur rumsteht und aber beschäftigt ist. Ah, der wurde auch eliminiert. Hier sind Drops. 04, VW Golf. Ich glaube, da wo Leute eliminiert werden, gibt's Drops. Also 3, dass in ihre Wagen stehen bleiben oder sowas. Zumindest irritiert's mich, dass es an den Stellen ist hier, wo wir gerade sind. Da sind Autodrops. Stufe 6. Was ist das für einer? Subaru Stufe 6, glaube ich. Ja, ein Alpha, den würde ich glaube ich mal nehmen. Nicht besser. Als ein RS. Oh, oh shit. Oh Neo, 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 Neo. Da werde ich gleich herausgefordert wahrscheinlich. Ein Stufe 7 Wagen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Doch wurde ich. Bleiben wir weiter geradeaus. Das Ziel ist nämlich gerade zu. Nee, nicht diese Felsen. Ach, kommt schon. Diese schrecklichen Felsen, ey. Ich hatte einen deutlich größeren Überblick. Überblicksbereich. Ich will doch hier nur auf der Straße fahren. Aber jetzt wird schwierig, das zu schaffen. Oh, wobei. Wenn wir durch das mittendurch müssen, muss er jetzt außen rumfahren, so wie er gefahren ist. Ha! Sehr gut. Sehr gut. Gut, ich auf der Straße gefahren bin in dem Fall. Den besten Weg genommen. Perfekt. Also mir überlegen, ob ich seine Stufe 7 nehme, ob ich meine eigene Stufe 7 machen lassen sozusagen. Hab jemanden eliminiert. So, Bentley oder Porsche. Porsche Panamera. Bentley ist besser. Ja, hab ich auch gerade überlegt. Ich dachte, das wäre der Porsche, der SUV Porsche, aber es ist der Panamera. Das wäre der Macan gewesen. Ja. Ich hatte nur gerade wieder Glück. Ich wurde wieder von einem Stärkeren herausgefordert und der ist zum Glück kacke gefahren. Wir mussten durchs Festival fahren. Er ist gegen das Festival seitlich gefahren. Und ich hab die Straße genommen und konnte einfach mittendurch düsen. Na gut, das sind die richtigen Vorsätze. Die wissen das. Och, kommt schon. Das ist ja gemein. Oh oh. Ich weiß nicht, ob ich hier rausfahren sollte. Oh, das ist eine richtig dumme Idee, was ich gerade mache. Nee, fahr geradeaus weiter. Direkt. Ach stimmt, hier komm ich ja, bin ich schon draußen aus dem Festival, sehr schön. Ja. Ich dachte, ich muss ja noch der Wand ausweichen, die außen ist. Uiuiuiui. Wasser, oder? Nee. Oh, nee, da ist ja schon 300 Meter, passt, alles gut. Jawohl, gewonnen. Wieder einen besseren besiegt. Geil. Nämlich zwei... Der war gerade ein 8er. Audi. Oh. Ich habe Audi 8 oder Audi 8. Sehr gut. Gute Auswahl. Gute Auswahl. So. Bin ich zum ersten Mal Stufe 8, glaube ich, aufgestiegen. Oh, ich glaube, der Offroad geht. Ja, ich glaube, der ist auf Allrad getuned. Bin ich relativ sicher. Ich glaube, die sind alle auf Allrad getuned und Offroad machbar. Ein Eliminator Race off ohne. Also Wagen anzubieten ohne Offroad, wäre ziemlich dumm. Was ist denn da vor mir? Nicht nachdenken, einfach machen. Einfach hupen. Einfach hupen, Ben. Wollte ich ja, aber der fährt weg. Die gemeine Sau. Der fährt Abkürzung. Hat der Mini... Oh, hau
ab, Ben. Hau ab, hau ab, hau ab. Nein, das ist Stufe 3. Das ist aber der Delta ist Stufe 3. Okay. Oh, komm schon. Das Ziel ist aber jetzt echt für den wie geschaffen. Das ist doch Bullshit. Wie die Ziele spawnen. Es gibt den Launcher Delta in zwei Versionen. Es gibt den in einer hochgezüchteten Version und in einer niedrigen. Ich habe den Stufe 3 Drop gerade schon gesehen gehabt. Den großen hatte ich nämlich vorhin. Boah, da muss ich aber nochmal ordentlich drehen hier. Da muss ich aber los jetzt. So, Stufe 9. Boah, ich hab jetzt echt gerade gedacht, der... Nee. Der war viel zu langsam. Launcher Delta, S4. Gönn dir. Gönn dir, Ben. So, oh. Genau, der S4 ist... Der geht ab. Der ist nämlich ordentlich getuned, genau. So, 6 Fahrer übrig. Müsst du jetzt auch beim Finale ankommen zum ersten Mal. Kein mehr herausfordern. Halt dich mal von allen anderen fern und dann spawnt gleich irgendwo ein Ziel, wo ihr alle hinfahren müsst. Warum muss man sich viel bewegen? Nein, dass du freie Möglichkeit hast, sich zu bewegen. Nicht, dass da Wände sind oder so. Also zum Zielort. Ich würde gerne mal ein Zielort sehen. Oh, wow. 5 vor 7 Kilometer. Ja, ich muss durchs Festival durch. Wir müssen aber alle durchs Festival durch. Ist das außerhalb der Zone? Ich glaube. Zumindest war es Richtung äußere Bereich der Zone. Hm, stimmt. Nee, Festival war ja schon außen. Ja. Nutzt die Stärken des Wagens. Ich habe keine Ahnung, was denn seine Stärken sind. Offroad? Ach so. Ja gut, aber erstmal ist jetzt hier schön gerade Strecke. Da werde ich trotzdem auf der Strecke bleiben. Also viel schneller kann man es nicht fahren. Ich kann aber hier vielleicht die Schotterpiste nehmen. Würde ich mal behaupten. Oh oh. So schneller sein sollte. Problem ist, ich muss ja trotzdem den Bäumen ausweichen. Wenn die Stärken des Wagens sagt, okay, ich muss trotzdem auf die Stärken des Fahrers auch achten. Bäume ausweichen ist nicht meine Stärke. Oh, und da kommt ein See. Da kommt der See. Ich muss da links fahren. Links oder rechts? Ja. Oder ne, hier hätte ich nämlich durchfahren können, ne? Das ist gar nicht der See. Ja, da kannst du rüber, da kannst du rüber. Da vorne kannst du rüber, links. Ich kann hier generell durchfahren. Nein, ja. Da, ja. Entspannen Sie sich doch mal. Ich war gerade verwirrt. Herr Pudelberg, ich war auch verwirrt. Durch manche Flüsse kannst du nicht durchfahren. Du wirst nämlich einfach resettet. Du kannst durch jeden Fluss durchfahren, außer durch den großen See. Also durch den Staudamm kannst du nicht durch und durch den großen See. Durch alleine kannst du durch. Ja genau, Staudamm, das meinte ich. Ja, aber das war nicht der Staudamm. Ich dachte auch, es wäre der Staudamm. Dann habe ich gesehen, nee, Moment mal, das ist viel zu flach dafür. Was, dritter Platz? Ich war nicht mal am Ziel. Hä? Von Lil Hype aus dem Rennen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das Finale nicht. Das Finale ist, es sind 6 Leute, du hast einen Punkt, wer als erstes da ist, hat gewonnen. Ah, und dann ist einfach, wer die Distanz oder was? Genau. Ah. Okay, deswegen habe ich das Finale nicht verstanden. Ist ganz witzig. Ich finde das irgendwie saugeil.